Es war einmal in einem Land vor unserer Zeit. In einer Galaxie weit, weit, weit entfernt. Und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Okay, schnell. Was kommt dir bei diesen Sätzen sofort in den Kopf? Wahrscheinlich eine ganze Menge Emotionen, nicht wahr? Wahrscheinlich auch gute und schlechte Erinnerungen. Vielleicht aus der Kindheit, aus der Jugend, aus deinem jungen Erwachsenenalter. Erinnerungen an Freunde, Freundschaften, Eltern, Familie. Dabei habe ich doch nur drei kleine Sätze gesagt. Wie kann das sein? Weil Menschen wie du und ich auf Geschichten enorm stark reagieren. Denn wir Menschen sind Geschichtenerzähler. Wir lernen nicht durch Daten, Fakten und Zahlen. Gut, vielleicht der ein oder andere, der vom Persönlichkeitstyp her eher der Blaue ist, so Ingenieure und sowas, die vielleicht. Aber sonst lernen wir Menschen durch Geschichten. Geschichten brennen sich sofort in unser Gehirn ein, sofort in unser Unterbewusstsein und wir spüren emotional sofort etwas, was wir nie wieder vergessen. Genau darauf möchte ich heute eingehen, denn wir alle haben ja eine Geschichte über unsere Vergangenheit, nicht wahr? Und je nachdem, was für eine Geschichte die du über deine Vergangenheit erzählst, naja, die Art von Person bist du ja jetzt auch und die Art von Emotionen fühlst du. Das ist also nicht nur ein enorm wichtiges Video für deine eigene Erfüllung und für deine Lebensqualität. Es ist auch noch ein enorm wichtiges Video für deinen Erfolg und das Erreichen deiner Ziele. Es ist ein verdammt wichtiges Video für die Art von Person, die du einmal werden möchtest. Deshalb lass uns damit anfangen. Doch bevor wir anfangen, YouTube, wir beiden, du und ich, wir müssen uns unterhalten. Denn, guck dir das mal an. Guck dir die Scheiße hier mal an. So viele von euch gucken meine Videos, aber abonnieren nicht. Also wenn du hier meine Videos schaust, Mann, Digga oder Digge, lass ein Abo da. Da klickst du einfach mal unter dem Video auf den Abonnieren-Button oder wenn du dir YouTube auf Englisch eingestellt hast, steht da Subscribe oder auf Englisch Subscribe. Und hast meinen Kanal abonniert und dann werden dir neue Videos angezeigt. Läuft? Läuft. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Denk jetzt mal bitte an eine Situation, an eine tolle Kindheitserinnerung oder Jugenderinnerung, an die du immer gerne zurückdenkst. Hast du die Erinnerung im Kopf? Kannst du dich wirklich da reinversetzen, emotional? Wunderbar. Dann pass mal auf. Das fühlt sich ja so an, als hättest du jetzt mental eine Schublade aufgemacht, die Erinnerung rausgeholt, du kannst sie dir anschauen und wenn du keine Lust mehr hast, tust du sie wieder zurück und machst die Schublade zu. Nicht wahr? Falsch, so funktionieren unsere Erinnerungen nicht. Unsere Erinnerung ist jedes Mal etwas abgeändert. Denn unser Gehirn speichert nicht einfach eine Situation und stellt sie uns immer, immer, immer wieder gleich dar. Jedes Mal, wenn du dich an etwas erinnerst, siehst du eine etwas abgewandelte Version von dieser Erinnerung. Denn unser Gehirn speichert nicht einfach eine Erinnerung wie eine Datei auf einem Computer, die wir klick öffnen und dann spielt sich der gleiche Film ab. Die Erinnerung wird jedes Mal ein bisschen verändert. Und es geht sogar noch weiter. Je nachdem, was für Fragen ich dir stellen würde, je nachdem, in welchem emotionalen Zustand du wärst, je nachdem, was ich dir suggerieren würde, verändert sich deine Erinnerung. Es gab da ein sehr, sehr schönes Experiment, wo Leuten Fotos aus ihrer Kindheit gezeigt wurden, wo sie im Disneyland waren und ein Foto zusammen mit Bugs Bunny gemacht haben. Sie wurden ganz einfach gefragt, erzähl doch mal von dieser Situation, wie war das, Bugs Bunny im Disneyland zu treffen? Und sie haben die wildesten Geschichten erzählt, wie toll das war, wie gut sie sich gefühlt haben, etc., etc., etc. So, der eine oder andere, der gerade hier zuschaut, wird es jetzt schon rausgefunden haben. Und wenn du schon rausgefunden hast, dann schreib es einmal unten in die Kommentare, denn ich glaube, das wird die anderen sehr, sehr neugierig machen. Denn das Thema ist, Bugs Bunny gehört nicht zu Disney. Bugs Bunny war niemals in Disneyland. Das heißt, sie haben ihre komplette Erinnerung an diesen Tag in Disneyland umgeschrieben aufgrund der Suggestion, welche sie durch dieses Foto bekommen haben. Wenn du das genauso faszinierend findest wie ich, dann gib dem Video unbedingt mal einen Like. Das heißt wiederum für uns, dass wir Erinnerungen aus der Vergangenheit, ja gut, Erinnerungen aus der Zukunft wäre auch schwierig, nicht wahr? Weißt du noch in 3 Tagen? Dass wir Erinnerungen aus der Vergangenheit uminterpretieren können, andere Emotionen darüber fühlen können und dadurch eine andere Persönlichkeit werden, weil sich dadurch unsere komplette Geschichte, die wir uns von Tag zu Tag erzählen, was für dich wiederum heißt, du kannst die Geschichte, die du dir erzählst, über dich selbst verändern und damit zu einer anderen Persönlichkeit werden. Zu der Persönlichkeit, die du eigentlich sein willst. Nimm dir doch mal einen negativen Glaubenssatz, den du über dich selbst hast, oder schau dir einmal an, mit welchem Teil der Geschichte, die du über dich selbst erzählst, du dich selbst limitierst. Ich hatte letztens eine sehr, sehr interessante Situation mit einer Klientin in meinem Coaching. Sie ist als Grafikdesignerin selbstständig und hat mir im Coaching gesagt, ja Alex, ich bin nun mal eine sehr ängstliche Person. Bei mir haben sofort alle Glocken geläutet, denn wer sich so identifiziert, der wird diese Emotion auch Tag für Tag auslösen. Also habe ich ihr einige kritische Fragen gestellt, wie zum Beispiel, naja, welche Beweise hast du denn, dass du eine ängstliche Person bist? Und natürlich hat sie mir bestimmte Verhaltensweisen erzählt, was sie im Alltag macht. Wobei ich ihr dann gezeigt habe, dass sie keine ängstliche Person ist, sondern dass sie einfach in manchen Situationen sich zu viel Sorgen macht. Das klingt jetzt für dich wie eine Lappalie, nicht wahr? Doch der Schritt weg von Identifikation hin zu Verhalten ist ein kleiner, aber sehr, sehr wirksamer Schritt. Denn wenn wir uns jetzt eine bestimmte Person sehen, dann wollen wir diesem Verhalten treu bleiben. Wenn wir hingegen ganz einfach merken, dass uns ein Verhalten schadet, dann können wir das Schritt für Schritt für Schritt abtrainieren. Mit dem ersten Schritt haben wir also ihre Identifikation ein wenig ins Wackeln gebracht. Die ist nicht mehr so stabil, diese Identität. Dann habe ich ihr gezielt Fragen gestellt, um
positive Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit hervorzurufen, welche dann eine neue, bessere Identität stärken. In welchen Situationen hast du denn mutig gehandelt? Gibt es auch Momente, in denen du über dich hinausgewachsen bist, trotz deinen Sorgen, trotz deiner Ängste? Lässt du dich denn jedes Mal von deiner Ängstlichkeit aufhalten oder überwindest du die auch von Zeit zu Zeit? Hast du schon andere Personen erlebt, welche sich auch so viele Sorgen machen, die aber trotzdem ihr Ding durchziehen? Hast du schon mal Komplimente dafür bekommen, dass du über dich hinausgewachsen bist oder dass du aus deiner Komfortzone rausgegangen bist? Kannst du mir ein Ziel nennen, von dem du dir niemals erwartet hast, dass du es erreichst, doch du hast es erreicht? All das sind spezifische Suggestivfragen, um eine bestimmte Erinnerung in ihr hervorzurufen, woraus dann eine neue Identität geformt wird. Natürlich erfordert das Wiederholung, Wiederholung und Wiederholung. Das machen wir auch im Coaching. Meine Coachings gehen mindestens 3 Monate. Und siehe da, eine Woche später kam sie in die neue Coaching-Session. Boom, komplett veränderte Person. Nur noch erzählt, wie geil das alles ist, wie schnell das gewirkt hat, dass sie sich niemals gedacht hat, dass es so schnell geht und wie krass das ist, was für ein neues Lebensgefühl sie hat. Und das ist die Macht von Erinnerung. Das ist die Macht von der Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Und auch du kannst die Geschichte, die du dir selbst erzählst, verändern. Und das Ganze geht schneller, ist leichter und macht mehr Spaß, als du denkst. Plus, wenn du einmal deine Geschichte verändert hast, dann siehst du dich selbst als eine andere Persönlichkeit und die Verhaltensweisen, welche du schon lange umsetzen willst, wo dein innerer Schweinehund dir aber immer und immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht, die gehen dir plötzlich kinderleicht von der Hand. Denn wir verhalten uns nicht so, wie wir uns verhalten wollen, sondern wir verhalten uns stets kongruent mit der Person, die wir denken, die wir sind. Jemand, der sich als Raucher identifiziert, wird rauchen. Jemand, der sich als ängstlich identifiziert, wird sich Sorgen machen. Jemand, der sich als Faulenzer identifiziert, wird den ganzen Tag auf der Couch hängen. Jemand, der sich als arm identifiziert, wird immer finanzielle Probleme haben. Jemand, der sich als dumm identifiziert, wird immer wieder Wege finden, sich selbst zu sabotieren. Ich denke, du verstehst das Muster. Unser Verhalten folgt unserer Identität und unsere Identität entsteht durch die Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Wenn das Ganze für dich Sinn ergibt, dann gib dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Und wenn du dir sagst, Alex, ich will dieses Thema jetzt ein für alle Mal angehen, dann klick einfach mal hier oben auf die Infocard oder auf den ersten Link in der Beschreibung. Dann kommst du zu meiner Coaching-Seite, wo du dich für eine kostenlose Coaching-Session mit mir persönlich eintragen kannst. Das Ganze dauert nicht länger als 2-3 Minuten und dann wird sich mein Team innerhalb von 48 Stunden bei dir melden, um mit dir einen Termin auszumachen, wo ich dich für eine Stunde kostenlos coache und wir dieses Thema ein für alle Mal meistern. Klingt gut? Super. Dann klick jetzt auf den Link, entweder die Infocard oder der erste Link in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen bis hier, das bedeutet mir eine Menge. Wir sehen uns in der kostenlosen Coaching-Session und im nächsten Video. Bis dann.